Hallo, hallo, hallo. Ja, es ist wieder soweit. Ein Video und zwar mit einem anderen Anfang. Ja, sehr selten, aber es kommt manchmal vor. Ich hatte keine Lust auf das normale Standard. Ja, auf meinem Kanal ist ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgekommen. Okay, ich habe zu Hause noch ehrlich gesagt überhaupt keine Weihnachtsstimmung. Nichts dekoriert, gar nichts. Ja, aber zumindest habe ich angefangen auf dem Kanal. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall viel wert. Ja, wir werden heute eine legendäre Runenkiste öffnen. Erwerbt eine 5 bis 6 Sterne Rune mit legendärem Grad. Ich bin total gespannt, was da drin ist. Ich will sie eigentlich gar nicht öffnen, Leute. Ich will sie eigentlich gar nicht öffnen. Zudem, wenn wir noch ein paar Runen craften, es sind nicht so viele. Ich habe erst letzte Woche ein paar Runen gecraftet, nur ich dachte, hey, vom Rune Removal passt es an sich, beziehungsweise bei euch ist es jetzt Rune Removal. Und ich hoffe, ihr seid fleißig am Runen machen, ja? Wenn nicht, jetzt. Okay, legendäres Runenpaket. Wollen wir es jetzt holen? Ich ärgere mich bestimmt am Ende richtig zu Tode, dass ich mir dieses Ding gekauft habe. Ohne Mist. 1500 Gildenpunkte kostet das gute Stück. Und ich weiß nicht. Komm, wir craften erstmal zwei Runen. Ja, am Ende überlegt es Caro noch ein bisschen anders. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen. Wenn da Fletzer drin ist, dann kann ich nicht mehr. Also dann ist vorbei. Dann weiß ich auch nicht. Okay, gut. Ich wollte anfangen mit Will-Runen, ein paar River und wie gesagt, es sind nicht viele. Aber hey, wir haben auch nicht allzu viel Mana, davon mal abgesehen. Hui! Okay, nehmen wir natürlich mit. Ist auf jeden Fall Speed drin, Rest drin. Okay, Attack passt nicht so ganz jetzt zu der HP-Rune. Okay, aber das ist schon mal kein absoluter Bullshit. Noch eine. Slot 2. Ja, Slot 2 braucht man eigentlich eher weniger. Aber wir nehmen sie trotzdem mal mit. Vielleicht irgendwie. Vielleicht kommt ja mal irgendein Monster, wo ich die vielleicht gebrauchen könnte. Oder ihr könnt mir ja gerne unten in den Kommentaren schreiben, falls euch ein Monster irgendwie einfällt, was eine Slot 2 Rune. Okay, ich meine, das Fletzer, das kann man ja alles noch wegmachen, ja. Außer Defense, ja. Bei einer Defense-Prozent-Rune ist das eigentlich ganz okay. Aber gut, okay. Aber bisher hier nur heldenhafte Runen, ja. Nur heldenhafte Runen. Pass auf, jetzt kommt hier. Na, wieder heldenhaft. Was ist da los? Nur heldenhaft hier. Nur heldenhaft. Okay, komm. Gib uns was Legendäres. Nein, wieder heldenhaft, aber und Speed. Und Speed. Wieder Flatstat, okay. Aber ist, bis ich so eine Rune im Necro bekomme, ja, also ist einfach, was ist das? Jetzt ist Flatstat, okay, das geht weg. Oh, hey. Hier kommt nur Sixer. Was ist hier? Legendäre. Six. Komm, wir wollen nicht so sein. Es kann immer noch eine gute Rune werden. Wer weiß, ja? Also, Speed-Rune. Mit Speed-Sub drin. Okay, komm. Hey, aber fast nur legendär. Okay, jetzt kommt der Crap. Jetzt kommt der richtige Crap hier. Ja, jetzt ist es nicht mehr heldenhaft. Jetzt denkt sich, komm, du hast jetzt genug bekommen, auch genug mit Speed. Du brauchst nichts mehr. Jetzt bekommst du hier den ganz normalen blauen Crap. Okay, obwohl man sagen muss, auf Slot 4 und 6 oder 2 können auch richtig, also können die blauen Runen auch richtig, richtig nice sein. Jetzt sag ich mal, mit einem Sixer Speed, also Sixer Speed Sub drin und einem, sag ich mal, es ist eine Crit Damage Rune mit Speed und Crit Rate, ja, auf Slot 4. Eine Six-Star-Rune. Mega geil. Kann einem eigentlich gar nichts Besseres passieren. Legendäre. No. Die nehme ich. Ach komm, es ist Will. Ich habe so wenig Will-Runen. Ich meine, gehen die beim ersten Mal nicht auf Speed, dann sind sie eh weg. Ja, dann sind sie eh weg. Aber es kann ja trotzdem eine gute Rune werden. Auch wenn vielleicht die Subs mir nicht so ganz gefallen. Auch wenn es jetzt keine Six-Star-Rune ist. Hier ist wieder. Was ist hier los? So viel. Also wirklich. Oh, schon vorbei. Schon vorbei. Okay, dann machen wir einfach bei Gewalt weiter, bei Vio. Die behalten wir nicht. Das brauchen wir nicht. Bei Vio habe ich ein bisschen mehr, da bin ich ein bisschen geiziger. Da bin ich auf jeden Fall ein bisschen geiziger. Und sowas. Bullshit. Einfach nur Bullshit. Also alles, was flatstat ist, ja, auf Slot 2, außer Speed, ja, ist klar. Außer Speed, also auf Slot 2, 4 und 6, Flatstat ist einfach nur totaler Crap. Ich sehe das öfters noch bei vielen Leuten, die anfangen, Flatstat auf Slot 4 oder 6 oder 2 oder was auch immer, außer halt Speed,
Das ist natürlich normal auf Slot 2. Die mit Flatstat Attack oder sowas, ja, also wo oben hier steht dann, sag ich mal, ist jetzt, das ist jetzt eine Slot 3 Rune, steht ja oben 3. Aber wenn da jetzt zum Beispiel steht Slot 4, ja, und Defense Plus, ihr sowas reinmacht, no, lasst es, ja. Außer, ich würde sagen, außer es ist eine legendäre mit einem, sag ich mal, Sixer Sub Speed oder sowas, ja, wo ihr vielleicht ein bisschen Luck habt oder sowas und ihr ein Monster habt, was komplett auf Speed ist und so viel Speed wie möglich braucht und wo die anderen Dinge total egal sind. Sowas schmeiße ich auch weg, weil Slot 1, braucht man nicht. Braucht man nicht. Wieder eine legendäre. Also wir haben, ich finde, wir haben eigentlich recht viel Luck gerade. Also Luck in dem Sinne von, wir ziehen nicht nur den blauen Crap. Ja, gut. Ich sag's, weißt du, wir ziehen den blauen Crap hier. Aber nur heldenhaft und legendäre Runen eigentlich bisher. Ich glaube, das ist die letzte, die wir machen. Ah, crappy crap. Ja, das war die letzte, die wir haben. Ich glaube, ich war noch nie vom Rune-Removal-Day so pleite. Ich bin einfach nur pleite. Total pleite, müde. Es ist übel spät, Leute. Und ich nehme das Video auf. Aber ich wollte unbedingt. Ich muss ja noch das gute Stück öffnen. Wollen wir die Kiste? Wir müssen die Kiste, ja. Das sagt ja der Titel jetzt, ja. Also, ich hab's hoch angepriesen, also muss ich jetzt auch öffnen. Okay, und eigentlich interessiert Caro ja auch, was da drin ist. Und wehe, da ist irgendein... Wehe, da ist irgendein Shit drin. Please, 1500 Gegenpunkte. What the hell? Flatstat! Slot 4! Oh... Mein Gott! Was macht man mit so einer Rune? Nix! Verkaufen! What? Oh, what the hell? Das war meine 1500 Gilden Punkte Rune. Wow! Und zweimal im Monat können wir das erhalten. Ich kauf's mir nie wieder. Ich kauf's mir nie wieder. Was für ein Crap. Was war das für eine Crap-Rune? Da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen. Ohne Mist. 1500 Genpunkte. Einfach weg. Einfach. Für nix. Ja, für überhaupt gar nix. What? Oh man. Okay. Ab zu den nächsten Gewinnern. Zu den nächsten 5 Gewinnern. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Da gibt's natürlich dann auch wieder 1, 2 Gewinner. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Was ist das für ein... Das war totaler Crap. Nein, an sich einfach nur haut rein. Viel Spaß und tschüss.